Ey, yo, ihr kennt doch alle noch den hier aus der Videobeschreibung. Habe ich euch verlinkt, wo ihr das, denke ich mal, kennen solltet. Ich zeige euch den mal ein bisschen näher, weil der kann echt viel. Der hat eine Lenkung, die pendelt. Und das Gegengewicht aus so Dingern da, die meist gern viel auch sehr häufig als, fast eigentlich nur als sowas verwendet werden, als Windschutzscheiben. Die Bögen sind meist die generierten A-Säulen. Und die sind es dann als Gegengewicht dran. So wiederum könnte es doch genauso gut, also so meine ich, könnte es auch genauso gut daher, okay, das sind jetzt diese riesigen Teile davon. Das ist normal, aber es sind die ganz großen da. Die auch in diesen Radlader da, Sekunde, verbaut sind. Diese hier, das sind die Dinger da, nur umgedreht. Und in derselben Richtung nur das kleiner, das sind die da. Nur, wo wir die hier umgedreht sehen, ist da. Ah, dann müsste es ja so rum sein, ne? Dann passt es genau. Und dann nochmal umdrehen. Jetzt? Jetzt passt es schon wieder nicht. Hätte ich es so lassen sollen, oder? So, jetzt passt es, oder? Ah, was mache ich für einen Quatsch hier? Ja, es muss schon passen. Es hat's doch gepasst, oder? So, jetzt passt es genau. Also, ja, wie jetzt hier? Auf alle Fälle. Oh, jetzt habe ich die eine Sicherung verloren. Sekunde. Jetzt wieder drinnen. Das hellgraue Ding da. Ist mir dem rausgefallen. Yo. Also, neben eine pendelbare Lenkung, beides, ja, hat es auch noch direkt darüber den rein Vierzylindermotor. Genial, oder? Und, yo, da ist doch das Differential dazu. Und genau, das Ding hat ja noch so einen Schalter. Der ist mir jetzt gerade der Auspuff gebrochen oder was auch immer. Wie auch immer es jetzt gerade passiert, ist egal. Ich wollte nur nicht da vorne drin haben, weil sonst der arme Traktorfahrer oder die arme Traktorfahrerin, wie auch immer, wäre dann dran gestorben, und das wollen wir ja nicht, ne? Wir wollen, dass die Leute im Leben bleiben. Und jetzt noch genau der Wahlschalter und noch was. Damit kann man nur zwischen jetzt gerade auf Durchlaufen, also auf Neutral, und wenn man dann umschaltet, dann geht es irgendwie auf, damit es sich bewegt, damit sich da was dreht hinten. Und noch eine weitere Funktion ist da hinten das Zahnrad da. Das ist zum Rauf- und Runterstellen, das Zahnrad. Seht ihr da gerade, ne? Genau. Das meine ich. Und ja, sonst noch was. Jo. Dazu gibt es auch noch ein B-Modell. Das ist das da. Schon die verkehrte Richtung, ne? Aber ist doch viel geiles B-Modell davon. Naja, hatte ich mal. Weil ich hab's ja nicht mehr. Darum hatte ich das. Und ich hab da mal ein bisschen was abgedatet, so. Naja. Ich hab's versucht wieder hinzubekommen. Weil da müsste eigentlich eine weiße Flex-Ex hin. Die hab ich aber scheinbar da reingeliebt, irgendwie. Damit es halt eben nicht nur rot
ist, sondern auch noch ein bisschen weiß, damit es besser zusammenpasst. Damit es nicht nur so pur rot ist, sondern auch noch ein bisschen was Angenehmes an sich hat. Ach so, ja, stimmt. Und das sind die kleinen Räder. Das sind genau die gleichen, das und das. Und das sind die großen, nur mit Slicks. Da sind Slicks drauf auf diese Felgen. Da hat sich nichts geändert, nur die Farbe. Aber da hat sich nicht die Farbe geändert, sondern der Reifen. Jo. Und statt da hellgrau wäre, wie gesagt, die weiße Flex-X und auch hellgraue Pins und aber mit so weißen Dingern halt eben und nicht die gleichen wie hier gerade in Schwarz verbaut sind, sondern so andere. Also stell dich einfach diese Dinger in weiß vor. Also so. Nur in vorne auch. Sonst wäre da so eine hellgraue 1x6 Fliese. Aber ja, ich habe es halt eben umgetauscht farblich, damit es wieder generiert ist, damit es wieder passt. Und diese dunkelorangenen 2x2 Technicksteine, die gibt es auch nur bei diesen Fahrzeugen, sonst nirgendwo, glaube ich zumindest. Und da habe ich versucht, was zu generieren, weil. Oder irgendwie noch was zu retten, weil. Naja. Egal. Mir haben halt eben diese halben Dinge da gefehlt, die dafür wären. Sonst, ich habe nur zwei, aber ob die nicht gleich brechen, die sind schon sehr alt, ich lass mal lieber. Und ja. Ja, genau, stimmt. Da habe ich noch ein paar so Teile, die ich umgedreht habe, rausgebaut und da reingesetzt, damit es farblich besser passt. Jo. Video Ende. Aber im Sitz sieht man es eh nicht, schaut man eh fast gar nicht rein. So gesehen dachte ich mir, das ist außen, da muss man es sehen können. Weil ich finde, sieht geil aus. Video Ende. Ciao.